So, und damit willkommen zurück zu Treasures of Aegeus oder so ähnlich, beziehungsweise Schätze der Aegeus. Wir waren auf Santorin, wir sind Schatzjäger, Vulkaninsel aufgetaucht und jetzt suchen wir das Grabmal von König Minos. Hilfe, Hilfe, da schießen Gangster auf mich. Okay. Wie kann ich die Gangster weglocken? Ich weiß es nicht. Wobei die Gangster... ziehen? Wir werfen das mal hier nach unten. Von den Gangstern haben wir höchstwahrscheinlich die Urne geklaut in der letzten Folge. Oh, das klingt nach einem sehr tiefen Vulkan. Ach Gott, bin ich. Ich bin einfach ein ganz schlechter Parkourläufer. Anlauf. Ein bisschen klettern und reicht immer noch nicht. So. Okay, jetzt haben wir irgendwas Krasses. Skarabäus Armreif. Wo ist der? Da unten. Oh, hier ist noch die Urne. Ach nee, das Parfümgefäß. 3500 wert. Okay. Nicht spektakulär genug. 56.000, jawohl. Wir müssen mehr Geheimnisse aufdecken. Wir erleben hier ständig Zeitschleife. Ah, Hilfe! Hilfe! Gangster schießt auf mich. Ich drehe erstmal rum. Guck mal hier lang. Ist das Wasser irgendwas Interessantes? Das kann ich auch nicht untersuchen. Wir haben immer so 15 Minuten Zeit und dann ist unsere Zeit zu Ende. Beziehungsweise die Zeit wird zurückgesetzt. Und wir fangen wieder von vorn an. Aber mit dem Wissen, was wir gesammelt haben. Also mit unserer Karte beispielsweise. Und die ist verdammt groß. Nein, nicht hier runter. Ich will hier hoch. Gott. Mal wieder blöd. So, Anlauf. Renn, renn, renn. Kletter, kletter, kletter. Okay, hätte ich es noch einmal weiter klettern können. Weiß es nicht. Okay, wir laufen weiter nach rechts erstmal. Oh, sind. Verwenden. Was ist das? Ah. Das ist ja mal primitiv. Aber okay. Oh, hier oben ist Lava. Wir gucken, was wir da gefunden haben. Tetradrachma. 14.000 Dollar wert. Okay. Hebel.
passiert hier? Nichts passiert, schade. Für ein Rätsel, was ich noch nicht habe. Okay. Sollten wir vielleicht auf der Karte mal markieren. Machen wir einen Kreis dahin. Tonischer Schild. Wo bist du? Wo bist du? Da unten. Makedonischer Schild. $28.000. Nein! Au! Scheiße! Verletzung kostet Zeit.
Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Dann welche Richtung kann ich noch was entdecken? Hier ein bisschen. Springen wir mal hier quer rüber. Dann haben wir entdeckt. Okay, noch weiter rüber. Oh, ah, Gott. Oh, oh. Wir müssen gleich evakuieren. Okay, hier geht's nach oben. Hier geht's noch höher. Und hier geht's noch viel höher. Oh Gott. Okay, hier beginnen die Schlangenköpfe. Okay, hier sind noch mehr Schlangenköpfe. Kann ich hier irgendwas untersuchen? Das sieht doch interessant aus. 50 Sekunden noch bis zur nächsten Reset-Aktion. Das gibt's doch nicht. Wie groß ist diese Karte? Oh, hier ist ein Schild. Komme ich gerade nicht ran? Oder ich. Moment, von der Seite schieben. Bücken. Schnell. Durch, durch, durch. Sieht alles interessant aus. Ach Gott. 5 Sekunden. 3, 2, 1. Top, schick. Marie, die Insel wird wirklich unglaublich instabil. Kann jeden Moment explodieren. Verdammt, gerade als es interessant wurde, ja. Aber mit dem Stein weiß ich auch nicht. Verstanden. Und Smartphone wieder weg. Oha, das war echt knapp. Oh mein Gott. Er wird wieder ausbrechen. Mist aber auch. Kabums. Und Zeitschleife. Alles auf Anfang. Krasser Einschlag von so einem Smartphone. Hi, König. Wow! Zypern! 4 Jahre zuvor. Soldaten zu schmieren, um hier graben zu können. Okay. Die Fundstücke sind außergewöhnlich. Ich spüre, dass wir sehr kurz vor einer großen Entdeckung stehen. Es ist unglaublich, dass diese Minoer ihr Netzwerk aus Kolonien bis nach Syrien und Zypern ausbauen konnten. Was zur Hölle ist das? Wahnsinn! Es ist intakt! Was denn? Hä? Was? Hier drüben, Professor Weston. Das ist unglaublich. Was hast du denn gefunden, Kollege? Sieh an. Sieht aus, als ob wir etwas Interessantes gefunden hätten. Ja, was denn? Wenige Stunden später. Oh, eine Tafel mit... einer Karte. Es ist wahrhaft außergewöhnlich. Das ist genau das Stück, das mir all diese Jahre über gefehlt hat. So, ein Zufall. Und seine Urne steht auch hier. Okay, das Taschenbuch, das Notizbuch hätte ich gern. Die Karte, die Insel, die Zeitangaben. Es ist eine Prophezeiung. Jetzt ergibt alles einen Sinn, alles andere Sinn. Wie konnte ich nur so blind gewesen sein? Der Ausbruch des Thea hat die Minoa ausgelöscht, aber die Tore zu einer neuen Welt geöffnet. Was? Wie bitte? Okay, krass. Oh ja, Prost.
sag ich da mal. Die großen klassischen Kulturen sind aus den Trümmern eines Königreichs entstanden, das von seinem Weg abgekommen war. Sie wussten damals, dass ein Neuanfang notwendig sein würde und dass das auch in Zukunft wieder so sein würde. Die Zeit ist gekommen, die Prophezeiung zu erfüllen, diese kranke Gesellschaft auszulöschen und in ein neues Zeitalter aufzubrechen. Okay. Die Wiederkehr von Terra liegt in unseren Händen und wir werden die Schönheit ihrer Macht bezeugen. Okay. Neue Artefakte, mehr Zeit in der Sanduhr. Gibt es irgendwas noch zu untersuchen hier eine Nacht zuvor? Schaut nicht so aus. Das wäre halt interessant, aber da fehlt uns das Ding, was drunter dazugehört. Also sitzen wir auf dem Balkon und schlürfen Wein. Hey, was für ein Kompliment, aber ernsthaft, wäre es echt doof gewesen. Konkurrenz, okay. Neue Notizen. Die Prophezeiung wurde von Wüstern bei einer Ausgrabung auf Zypern gefunden, aber die Entdeckung wurde nie öffentlich gemacht. Okay, mehr neue Sachen gibt es hier nicht. Okay, Abenteuer starten. Mal schauen, wo wir diesmal landen. Küste von Santorin. Kabums. Wo starten wir diesmal? Absprung. Marie, alles okay? Hörst du mich? Die Landung war heftig, aber sieht ihr das selbst? Ah, wir sind gerade bei der Schlange. Ja, okay. Diese Kamera, bla bla bla, Bewegung folgen kann. Ja, genau, James. Schauen wir mal, wie unsere Karte jetzt ausschaut. Okay, ich kann nicht weiter rauszoomen. Und die Karte ist immer noch riesig. Gott. Okay, wir wollten hier oben lang und hatten dann irgend so einen Kugelball gesehen. Das müsste aber noch weiter oben gewesen sein. Genau hier. Ah, die Kugel ist immer noch da. Keine Ahnung, wie ich die auslösen soll. Aber wir probieren es nochmal jetzt in aller Ruhe. Oh, das sieht doch gut aus. Erstmal LB. Telefonieren wir erstmal eine Runde. Hey Marie, an welchem Ort bist du jetzt? Das sieht nach einer Festung aus. Das liegt wohl daran, dass es eine Festung ist. Oha, ich dachte, dass wir keine Festung gebaut hätten, weil ihre Flotte für ausreichend Schutz sorgt. Also das beweist einmal mehr, dass wir uns geirrt haben. Gut, aber die Leute von der Flotte, die müssen doch auch irgendwo gewohnt haben, oder? Haben die da nicht auch eine Festung oder Kaserne gehabt? Dass Festung immer eine befestigte... Naja, egal. Wer auch immer an diesem Ort lebte, hat dem Schutz definitiv Wert. Okay. Ja, ich würde wetten, dass König Minas hier wohnte, wenn er auf Terra war. Okay.
Achso, hier können wir einen Ring einstecken. Aber das dann in der nächsten Folge. Tschüss, ciao, bye bye. Bis zum nächsten Mal.